Immer mehr E-Bikes und E-Roller auf den Straßen und die Dinger sind ganz schön schnell unterwegs und tatsächlich auch gar nicht so ungefährlich. Trotzdem sieht man immer wieder Menschen, die keinen Helm tragen. Ich gehöre selber dazu, ich trage auch sehr selten Helm. Und die Verletzungs- und Unfallgefahr ist aber so hoch wie nie. Wir haben hier den neuen Höfding. Das ist quasi ein Fahrradhelm, aber eigentlich auch nicht. Was genau es damit auf sich hat, das schauen wir uns jetzt gleich an. Ich bin Max von der Computerbild. Moin. Wir haben hier den Höfding der dritten Generation bekommen. Der ist jetzt relativ neu auf dem Markt, nicht mal eine Woche alt. Ich packe den hier jetzt einfach mal aus, dann können wir nämlich sehen, worum es sich dabei handelt. Das Ganze sieht nämlich überhaupt nicht aus wie ein Fahrradhelm und ist im Prinzip auch gar keiner, sondern das hier ist eine ganz verrückte Halskrause. Die ist smart und verbindet sich mit dem Handy. Und erkennt automatisch, wenn man mit dem Fahrrad stürzt oder anderweitig einen Unfall hat. Da ist dann eine Druckluftkartusche drin, die platzt dann mit einem lauten Knall auf und das Ding öffnet sich und dann kriegt man quasi sowas wie einen Fahrrad-Airbag, einen großen Helm, der nicht nur den Kopf schützt, sondern auch den Nacken. Das Ganze soll bis zu 8-mal sicherer sein als ein regulärer Fahrradhelm. Das sagt nicht nur Höfding selbst, sondern das haben auch schon Studien von Universitäten ergeben. Und deswegen ist das Ding eigentlich auch eine gute Investition für Leute, die sehr viel mit dem Fahrrad unterwegs sind. Das ist übrigens die Rückseite. Das hat man dann hinten im Nacken, da steckt die ganze Technik drin, auch die Kartusche und der Akku. Wir gucken mal, was noch so im Lieferumfang mit drin ist, wenn ich das Ganze hier dann vernünftig aufbekomme. So. Denn dieser Helm ist nicht so selbsterklärend, wie man vielleicht denkt. Man muss den auch aktivieren, wenn man sich den ummacht. Wir haben hier noch ein paar Bedienungsanleitungen in unterschiedlichen Sprachen. Und wo ist es? Genau, das hier sieht mir nämlich schon danach aus. Das hier ist das mitgelieferte Ladekabel. Der Höfding ist nämlich ein Helm, den muss ich aufladen. In der dritten Generation hat sich die Akkulaufzeit ein bisschen verbessert. Bis zu 15 Stunden hält das Ding jetzt mit einer Ladung durch. Ich fahre selber immer eine halbe Stunde zur Arbeit hin, eine halbe Stunde zurück. Das heißt, 2 Wochen bin ich gut damit unterwegs. Dann muss das Ding wieder an den Strom. Und was das hier ist, das weiß ich auch noch nicht so genau. Das gucken wir mal. Das sieht aus wie eine, ja, ist so eine Ersatzhülle für den Höfding. Das ist jetzt auch relativ neu, da sind die auch ganz stolz drauf. Es gibt jetzt noch eigene Designs, die man sich bestellen kann für diesen Fahrradhelm. Die sind dann mit bekannten oder relativ bekannten Designern in Kooperation entstanden. Da gibt es dann gemusterte, ich sag mal, gemusterte Schals für diese Halskrause in Streifen oder in besonderen Farben, je nachdem, wie man das möchte. Was ist jetzt neu an der dritten Generation des Höfding? Es gab ja schon 2 Vorgängermodelle. Relativ neu ist, sage ich auch mal, der Preis. 299 € kostet das Ding. Das war in der ersten Version noch deutlich teurer, da musste man nämlich 599 € berappen. Ist trotzdem noch immer nicht ein Gerät für jedermann, aber noch deutlich erschwinglicher. Auch neu am Höfding der dritten Generation ist dieser Knopf hier. Das ist zur Verstellung der Größe dieses Geräts. Das heißt, wenn man in der Familie irgendwie sich nur einen so einen doch recht teuren Höfding kaufen möchte, dann können jetzt auch alle Leute den tragen. Vorher gab es den nur in den Größen S, M und L. Da musste man vorher genau wissen, wer möchte den jetzt tatsächlich anziehen. Und ja, tatsächlich denke ich auch, dass der Tragekomfort sich dadurch noch ein bisschen erhöhen wird, weil man jetzt nicht an eine vorgegebene Größe gebunden ist, sondern den auch selber so einstellen kann, wie man es am liebsten hat. In dieser Halskrause selbst ist eine ganze Menge Technik verbaut. Wenn ich den dann umziehe, den Höfding, den setzt man ja nicht so wirklich auf, sondern man baut ihn sich so ein wenig um den Hals, habe ich hier diese Lasche. Wenn ich die hier hineinfüge, ich hoffe, das funktioniert schon, nee, der ist nicht aufgeladen, dann kriege ich aber eigentlich ein grünes Blinksignal hier über eine LED und dann ist der Helm aktiviert. Das heißt, wenn diese Lasche eingesteckt ist, registriert er meine Bewegungen. Bis zu 200 Mal in der Sekunde checkt der Höfding, wo ich mich gerade mit meinem Oberkörper befinde. Und wenn er dann registriert, dass ich hinfalle, dauert es nur eine Zehntelsekunde und das ganze Ding pustet sich mit einem lauten Knall auf. Dabei ist das, also der Höfding wie ein Auto-Airbag oder wie auch ein ganz normaler Fahrradhelm nur einmal benutzbar. Das heißt, das ist eigentlich ein Gerät, das möchte ich nicht verwenden und möchte eigentlich nicht damit hinfallen, weil dann die 299 €, die das Teil kostet, quasi verbraucht sind.
Manche Versicherungen in Schweden, in Deutschland ist das glaube ich noch nicht so, bezahlen dann aber den Höfding zum Teil mit. Der Höfding ist ein smarter Fahrradhelm, den kann ich per Bluetooth mit meinem Handy verbinden. Ich habe mir die App einmal runtergeladen, die ist auch relativ neu. Die gibt es jetzt erst mit dem Höfding der dritten Generation. Die erklärt mir nochmal ganz anschaulich in einem Video, wie ich das Gerät denn einschalte, wie ich es verbinde. Ich habe hier auf der Rückseite mehrere Knöpfe für den Akkustand, ist auch alles mit LED-Anzeige und eben auch ein Bluetooth-Verbindungsknopf. Wenn ich das Teil dann mit meinem Handy gekoppelt habe, sehe ich nicht nur quasi, wie der Akkustand ist, sondern ich kann auch einmal hier schauen. Das ist quasi sowas wie eine generelle Anzeige. Ich sehe hier nämlich zum Beispiel gerade, dass 2258 Fahrten heute schon geschehen sind mit dem Höfding. Also 2258 Mal haben Leute zum Fahrradfahren diese App aktiviert. Ich kann auch die Gesamtdistanz sehen, die Leute damit zurückgelegt haben und wie viel Zeit schon mit dem Fahrradfahren verbracht wurde. Und heute, das sind schon ganz eindrucksvolle 425 Stunden. Dann gibt es hier noch eine ganz neckische Anzeige, wo geschaut wird, wie oft alle Höfding-Fahrer gemeinsam schon einmal um die Welt gefahren sind. Insgesamt noch 0 Mal, aber das wird sich wahrscheinlich noch ändern. Höfding verkauft nämlich nicht nur so einen Fahrradhelm, nicht nur diese gefühlte Sicherheit, die man sich anlegen kann beim Fahrradfahren, sondern Höfding hat auch so ein bisschen eine eigene Mission. Sie wollen mit den Daten, die man sammelt, auch Innenstädte einfach fahrradfreundlicher machen. Diese Halskrause registriert nämlich meine Bewegungen, zum Beispiel auch, wenn ich stark bremsen muss. Wenn ich die App aktiviert habe, kann ich kann Daten an Höfding schicken, die dann per GPS genau wissen, an welchen Positionen in der Innenstadt ich in schwierige Situationen geraten bin, wo ich also einmal irgendwie abrupt abgebremst habe oder wo ich mich nur ganz langsam und unsicher fortbewegt habe. Diese Karten sammelt man dann in solchen Heatmaps und kann die dann beispielsweise auch an Stadtverwaltungen weitergeben, wie das in Malmö, wo die sitzen, schon einmal geschehen ist. Und da habe ich quasi so eine schöne Übersichtskarte, wo in der Stadt nachgebessert werden muss, um die Fahrradfahrersicherheit zu erhöhen. Das heißt, wenn ich mir so ein Ding zulege, dann fahre nicht nur ich sicher, sondern ich sorge auch dafür, dass quasi nachhaltig der Fahrradverkehr in der Stadt ein bisschen sicherer wird. Wie das Ganze dann in der Zukunft aussieht und ob man das so auch umsetzt, das wird sich zeigen. Ich bin aber ganz gespannt, was damit noch alles passiert. Ja, das war sie, die spektakuläre Demonstration des neuen Höfding 3. Wir haben gesehen, das Gerät funktioniert und ich darf zum Abschluss diese Halskrause auch selber noch einmal tragen und ich muss ganz ehrlich sagen, sie ist bequemer als gedacht. Mit 299 Euro ist das Ding natürlich nicht für jeden erschwinglich. Wer aber oft und viel mit dem Fahrrad auch gerade in der Stadt unterwegs ist, sollte einmal überlegen, ob diese Investition sich zur eigenen Gesundheit vielleicht nicht wirklich lohnt.